Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ihr Hübschen. So, muss ich das schon mal gleich rausholen, meine UTA-Karte. Philipp hat gesagt, ich soll durch den Tunnel fahren, geht schneller. Hat jetzt bei Roma etwas länger gedauert, aber das war mir von vornherein klar, ihr Hübschen. Aber hat mich mega gefreut, und soll ich euch mal was sagen? Ich habe noch einen alten Arbeitskollegen von mir getroffen. Ich habe den gar nicht erkannt, den Matze. Gar nicht erkannt. So, guter Karte. Und dann fahren wir einmal durch den Herrentunnel, sag ich schon. Durch den Warnow-Tunnel durch. Geht schneller. So, also ich habe mich hier angemeldet. Da kam Manu aus dem Live gestern. Der im Live dabei war, der kam gleich an. Hat mich begrüßt als erstes. Nico hat nur gewunken. Die waren da ein bisschen im Stress heute. Und ja, nicht so schlimm, würde ich sagen. Wir müssen heute noch irgendwie 7 Touren fertig machen. Und dann, übrigens nochmal vielen Dank für den Kaffee, Chrissy. Oh yeah. Und ja, da habe ich dann da abgeladen, habe mich dann noch mit Manu unterhalten, mit Chrissy habe ich mich unterhalten, dann kam Matze auch noch kurz dazu. Habe ich ihm gesagt, ich habe dich gar nicht erkannt. Guckt er mich an. Ich auch nicht. Woher kennst du mich denn? Sagt er. Ich sag von GJ. Ich sag, als ich angefangen habe bei GJ, da warst du ein bisschen für Zinkpower gefahren. Ah ja, sagt er, ja, habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und er hat noch nicht so lang Bart gehabt früher. Früher hat er noch einen kurzen Bart gehabt. Aber hat mich mega gefreut wieder. Hat mich mega gefreut. Chrissy hat deinen Akku noch gestreichelt. Mein dreckiges Auto eingestiegen ist. Das sieht wirklich aus wie Sau heute. Also, sorry dafür, Chrissy. Der Rest war schon weg oder eben halt, war ein bisschen stressig heute. Die haben da so viel noch zu tun heute, aber nicht so schlimm. Ich hoffe, die Grüße wurden ausgerichtet an den Rest. Und dann auch noch mal schöne Grüße hiermit an den kleinen Leon, an den Sohn von Manu. Der guckt meine Videos auch. Also schöne Grüße an dich. Ja, ihr Hübschen, jetzt haben wir hier abgeladen. Der Kaffee, der ist aber besser geworden. Ne? Früher hat er nicht so lecker geschmeckt. Chrissy hat gesagt, ich soll meinen Chef belatschern. dass wir Roma fahren. Dass ich wieder Roma fahren kann. Die Touren sind immer noch dieselben. Nur, dass die jetzt von Guski gefahren werden. Naja, egal. Jetzt haben wir nur noch einen Kunden auszuladen. Dann haben wir jetzt noch, ja, dann die Paletten abgeben. Jetzt hatte ich, wie gesagt, mit meinem Disponenten telefoniert, oder mit unserem Disponenten telefoniert, weil meine Disponentin nicht da ist. Da hatte ich ihn gefragt gehabt, ob ich durch den Warnow-Tunnel fahren soll oder nicht. Außen rumfahren durch die Stadt, hätte jetzt so 20 Minuten gedauert. Allerdings hätte ich jetzt nicht gewusst, wie der Verkehr halt ist. Ne? Du weißt ja, wenn du Rostock durch die Innenstadt willst, kann der Verkehr schon mal echt beschissen sein. Deswegen hat er gesagt, ach komm, fahr durch den Tunnel. Aber ich sage, alles klar, mache ich. Ich sage, bezahlen tue ich damit gut. Jawohl. Gucken wir mal, ob da einer am Kassenhäuschen sitzt. Ich bin schon mal durch den Herrentunnel. So Herrentunnel, Alter. Der ist so Lübeck. Aber hat mich mega gefreut, Leute. Hat mich mega mäßig gefreut. 19,40 Euro für LKWs. Ne, da ist ja Kasse, ne? Kasse, genau. Kasse 2, Kasse 1. Genau. Boah, ich bin ewig nicht mehr hier durchgefahren, ne? Kasse 1, LKW und Karte. Dann fangen wir da an. Schauen wir mal, wie ich die Karte jetzt da reinstecke. So. Im Häuschen drinnen sitzt auf jeden Fall mal keiner.
ist kein Ende. Ach, jetzt muss ich mich auch noch abschneiden hier. Ey. Genau deswegen bin ich nie angeschnallt. Zettel brauche ich nicht. 19,40 Euro, Alter. Hammer. Jetzt fahren wir durch den Warnow-Tunnel. So, hat mich mega gefreut. Krischi, Manu hat mich mega gefreut. Wie gesagt, schade, dass der Rest ein bisschen gestresst war. Aber ich habe Nico noch gewunken und dann fahren wir jetzt den Rest ausladen und dann Paletten wegbringen, nach Wismar fahren, den Trailer wegbringen und dann ist Weekend. So, was geht ab, Leute? Wir haben Montag haben wir. Montag, ich glaube irgendwann bei 8, kurz vor 9. Mal ein Tor noch eben zumachen hier. Ich habe mein Wauzi nicht ausbüxt hier. Weil der kriegt ja sonst keinen Auslauf, ne? Und da man nicht zu viel Auslauf kriegt, sperren wir ihn ein, wa? Ich bin in der Firma. Bibo läuft. Wo ist mein Hund? Da. Da. Komm. Für die ganzen Hater da draußen. Er schleppt jetzt seine Leine, weil ich zu faul bin. So. Alles Volvo. Alles Volvo. Volvo, Volvo, Volvo. Ja, ja. Das ist übrigens der blaue Mieter, den ich letztes Mal erwähnt hatte. Komm. Pfui. 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 Fein. Komm. Ich weiß, Emil hat Müll hinten drauf. Den musst du aber nicht fressen. Ach ja. Ich habe letzte Woche gar nicht weiter irgendwas gesagt. Hier. Komm. Standheizung läuft. Ist er etwa da? André? Andref? Wie auch immer. So, komm. Akku. Komm, du Vogel. Komm zum Tierquäler. Komm. Nee? Ne, komm. Ja, dann geh bei Hugo am Auto gucken. So. Letzte Woche hatten wir noch ausgeladen in Dummersdorf. Ach, Dummersdorf, sag ich schon, Kabelsdorf. Guck mal, da ist die Iveco, den ich erwähnt habe, der rote.
der mir entgegenkam letzte Woche. Ibo! Wo ist denn der Hund? Ich habe auf jeden Fall letzte Woche nichts weiter dazu gesagt. Das ist Ableiten, aber ein sauenger Hof da, der eine. Und dann waren wir ja noch in Rostock gewesen und haben abgeladen. Bei der Werkstatt. Roma hat mich megamäßig gefreut. Ich weiß gar nicht, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, aber hat mich mega gefreut auf jeden Fall mit Roma. Dann haben wir die Paletten noch abgeladen. Da ist er ja. Da kommt er. Da. Wackel, Dackel. Dann hatten wir ja noch einmal die Paletten abgegeben, 3 Stück bei Mars Logistik. Boah, ohne Scheiß, ne? Ich würde den auch gerne mal fahren, Alter. Einfach mal so eine Woche fahren. Ich weiß auch gar nicht, wer den fährt. Das ist auch so eine Mietbude. Da haben wir noch 3 Paletten abgegeben bei Mars Logistik. Ging sehr schnell. Oh, cool drauf, die Leute. Oh, du, aber Kollege, so parkt man aber nicht ein, ne? Der wohl den Sandhügel wohl wieder glatt schieben hier, du. Hammerhart. Dann sind wir noch zu Sander gefahren, haben da nochmal 16 Paletten abgegeben. Und dann waren wir in Wismar, haben den Trailer abgestellt. Ja, genau. So, nun machen wir, ich mache heute auch gar nichts. Ernsthaft, ich mache heute gar nichts. Ich habe auch mein Firmenhandy zu Hause vergessen. Ich mache heute auch gar nichts. Ich setze mir jetzt gleich in den LKW, räume alles ein. Und dann... tanken tue ich morgen früh. Wir fahren morgen nach Georgensgmünd. Das ist unser erster Kunde. Morgen ist also nur Fahren angesagt. Mal gucken, wann ich losfahre. Meine Disponentin sagte, ich soll 4 Uhr, 5 Uhr losfahren, was für mich halt wie gesagt keinen Sinn macht, weil ich fahre morgen sowieso nur. Und selbst wenn ich morgen noch ankomme, also ich komme morgen noch an beim Kunden, kein Problem, aber Georgensgmünd macht nur bis 14:30 Uhr. Dann ist da Schicht im Schacht. Oh, heuch, leise brüllt der Käfer. Wo war er denn? macht keinen Sinn, dass ich da um 4 Uhr losfahre. Ich weiß nicht, ob ich zwischen 5 und 6 starte. Ich muss noch tanken. Muss ich mal gucken, wann ich losfahre. Ja, guck mal, der Trailer steht immer noch hier. Da. Licht geht nicht. Ja, genau. Aber macht keinen Sinn da, also um 4 Uhr loszufahren. Gut, ich hätte dann schon 14 Uhr Feierabend oder 15 Uhr, klar. Aber macht keinen Sinn, weil... Ja, morgen ist Dienstag. Morgen ist erst Dienstag, Leute. Deswegen, ich mache mich jetzt auf den Weg in den LKW. Komm hier! Hallo? Hallo? Heinrich! Kuckuck! Ach, wieso nenne ich dich nicht einfach Kuckuck? Da hörst du wenigstens drauf. Das ist ein Typ, Junge. Oh, da ruft meine Frau schon an. Seht ihr? Also, ihr Hübschen. Wie gesagt, wir sehen uns dann morgen wieder.
einen noch. Aber dann ist Schluss. Haben die mir nicht. Du nimmst doch schon wieder nicht auf hier. Ah doch. Haben die mir nicht. Ich hab die gelobt, ne? Weil alles heilig geblieben ist. Jetzt haben sie mir hier eine Tasche abgerissen und haben mir die hier reingelegt. Wunderbar, gell? Kann kotzen, ey. Ernsthaft. Naja. Was willst du machen? Was willst du machen? Plane können sie immer noch nicht spannen. Na. Ach ja. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich. Ich kann schon wieder. Tasche abgerissen. So. Vorne nochmal gucken. Ja, sieht gut aus. Aufsatteln müssen wir auch gleich noch zu Ende. Rundumleuchte. Kriegen wir die auch nochmal rangenagelt? Ja, ne? Die Frage ist nur, wo? Ich muss mal eben kurz Kamera holen. Ja, ja, lesen. Wir lesen ganz klar im Vorteil, Kollege. Ja, ja. Richtige Einfahrt und so. So, machen wir den ein bisschen gerade oder was? So, den hier auch noch im Betten. Den geben wir auch noch einen kleinen hier. Dann kann er wohl noch mal Rinder oder was? Was sagt ihr dazu? Das Kabel zu kurz, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Können wir jetzt einmal hier so reinstecken, ne? Fahren wir hier hoch. Ein geiler Lauf. So. Dann hätten wir. Lampe ist dran. Ich glaube, das ist die Jalousie lasse ich oben. Ne, geht ja gar nicht. Ich muss an die Bändle noch an hier. So, Plane Nummer 2, oh, der ist ja dreht. Ist das schlimm? Nein, ne? Ich glaube nicht. Hier hat sich einer einen Spiegel abgefahren.
So, jetzt wird weiter gemacht. Umgesattelt. So. So. Ich stelle aber jetzt mal hier hin. Oh, das ist Gold, ne? Das ist Gold, oder was? Das ist richtig Gold. So. Jetzt pumpt der Ring mit Luft voll. Wunderbar. Wunderbar. So. Zack. Fertig. Ich muss mal irgendwie so ein Mini-Stativ holen. Dann kann ich euch besser festhalten. So, das hätten wir auch. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe? Kaffee zu saufen. Mensch, Prost. Oh yeah, so, jetzt machen wir noch schon mal den Motorwagen an. Natürlich bin ich wieder zu klein dafür. Kuckuck! Dann machen wir die Schnallen noch zu, aber erstmal gucken wir, ob das Rundumlicht hinten geht. Und dann. Ha! Blink! Wunderbar! Wunderbar! So. Ich würde sagen, ich mache jetzt die Schnallen noch zu, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, jetzt, wir haben es geschafft, wir haben heute Morgen den Trailer aufgesattelt in Wismar und gegurtet, wie ihr gesehen habt, und alles fertig gemacht, ne? Jetzt fehlt nur das Schlusswort, weil die Folge ist nämlich zu Ende und heute liegt auch eigentlich gar nichts mehr an, außer dass wir nur noch fahren. Genau, ich habe ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, erst gedacht so, boah geil, keine neuen Kratzer und so, ne? Hab noch gesagt, Mensch, voll geil drauf so. Hast du die mal gelobt und so, ne? Dann machst du die Plane auf, Junge, haben sie so eine Tasche von Bretter rausgehauen, ne? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie die arbeiten, ernsthaft nicht. Keine Ahnung. Ich habe so viel zu Hause vergessen. Ich habe Heinrichs Decke vergessen. Ich habe ein paar Papiere zu Hause vergessen. Und meine Disponentin rief mich vorhin an und hat gesagt, der offene Trailer steht noch hier. Ja, soll ich ihn etwa mitnehmen? Ja, den soll ich mitnehmen. Steht in der WhatsApp drin, ne? Ich sag, oh, das habe ich nämlich auf dem Schirm gehabt. Aber ich habe dir auch gesagt, ich habe mein Firmenhandy vergessen zu Hause. Ja, Problem. Aber na gut. Kann passieren. Sind ja keine Maschinen, wa? Und auch die machen immer. Nicht immer alles richtig. So. Ja, ihr Hübschen, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, ich kriege das alles auch noch so zusammengeschustert, wie ich mir das alles so aufgenommen habe, ne? Ihr Hübschen. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat, ihr Lieben. Wenn es euch gefallen hat, ach so, und für alle, die sich fragen, warum gestern kein Wochenendvlog kam, ich habe zwar was aufgenommen, aber ich muss das nächste Wochenende erst fortführen, den Wochenendvlog, weil ich habe vergessen, den Rasierschaum zu kaufen, ihr Hübschen. Deswegen konnte ich die Rasierschaumparty mit den Vorhängen nicht feiern, aber gewaschen sind sie. Und ja, muss ich dann also nächstes Wochenende machen, ihr Hübschen. Deswegen kam jetzt Dienstag oder gestern kein Wochenendvlog, ihr Lieben. Also, wenn es euch gefallen hat, ne, dann liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, Leute, ne, macht wie ihr denkt, wie immer. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Bis dahin, bleibt gesund und munter, ihr Lieben. Lasst euch nicht verarschen da draußen. Bis nächste Folge. Macht's hübsch. Reingehauen.